Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Am 23.07.2020. Ich habe gestern kein Video gemacht, weil irgendwie nicht viel passiert ist. Claudia war da. Es war ganz ein entspannter Tag. Es war ziemlich warm. Heute ist auch nicht viel passiert. Heute hatte ich mal frei, Assistenten frei. Heute war das Wetter ganz angenehm, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Gestern mit Claudia habe ich mich gut unterhalten und wir haben Kaffee getrunken, geraucht und uns unterhalten und es war am Anfang ein bisschen zäh, weil ich sehr müde war, aber es ist dann, nachdem wir reingegangen sind, weil es doch sehr warm war, ein gutes Gespräch geworden und darüber bin ich froh. Heute hatte ich, wie gesagt, Assistenten frei und morgen auch. Heute konnte ich lange schlafen. Bis 11:11 Uhr war es, glaube ich, als ich auf die Uhr geguckt habe. Ich wäre schon um 9 aufgestanden, aber ich habe meiner Mutter geschrien und sie hat mir dann gesagt, wie viel Uhr es ist. Und ich habe mich dann entschieden, weiter zu schlafen, weil ich noch nicht zu Kreuzweh hatte. Und es von der Uhrzeit noch sehr früh war und ich sowieso fast jeden Tag um 9 Uhr aufstehen muss. Spätestens. Und morgen muss ich zur Blutabnahme und EKG. Das heißt kein Frühstück am Morgen. Nicht mal eine Zigarette. Und das heißt, um 7:30 Uhr aufstehen, anziehen und zu Hause setzen, fahren, hoffen, dass sie eine Vene trifft. Und danach wollen wir zum Mäcki frühstücken fahren, weil mein Vater auch Blutabnahme hat. Der hat seine jährliche Kontrolle. Und ja, damit ich dann nicht unterzuckere, waren wir frühstücken zu McDonald's. Und das freue ich mich schon. Ich merke, dass mir die Nadeln zu viel werden, weil ich ja täglich Insulin spritze und messen muss. Und das sind 6 Stiche am Tag, wenn nicht mehr. An manchen Tagen sind es mehr. Und ich merke, dass mir momentan nicht mal das Tätowieren abgeht. Also ich werde das Motiv, das mir Sonja gezeichnet hat, wahrscheinlich erst nächstes Jahr tätowieren lassen. Erstens mal geht sich's finanziell nicht aus. Und zweitens habe ich so genug von Stichen. Morgen wird mir wieder Blut abgenommen. Und im Spital brauche ich 1 bis 2 Nadeln am Tag. Und irgendwie stehe ich es mir nicht mehr so auf Nadeln. Ich finde Tattoo noch immer cool und ich möchte auch noch ein paar Tattoos. Aber momentan muss es nicht sein. Sonst gibt es wirklich nicht viel Neues. Am 30. bin ich bei Christoph. Am 7. August bei Kerstin.
Also noch. Gut 2 Wochen bis zu Kerstins Termin und nächste Woche Christoph. Am Montag muss ich zu dieser Reflexuntersuchung. Und am Mittwoch zur Mammographie und zur Chronodichte-Messung. Und auf die Ergebnisse bin ich wirklich gespannt. Weil mir die Brustinnenseite weh tut. Dass meine Brust nicht schön aussieht, ist nichts Neues. Das wissen alle meine Freunde und so weiter. Weil ich halt extrem Gewicht zugenommen habe, das wisst ihr auch. Und die Brust halt hängt. Aber beim letzten Mal, als das ist schon ein paar Mal her, ein paar Wochen her, da hat die Volkshilfe die Brust in das BH-Top reingehoben und ich habe halt extrem viel Oberweite. Und das ist halt sehr belastend. Und beim Einpacken in den BH hat sie mir wehgetan und seitdem tut die Innenseite der Brust weh. Und das gehört kontrolliert, weil ich so Kalk und Fettknoten habe in der Brust, die bösartig werden können. Und deswegen muss ich so alle 1,5 bis 2 Jahre zur Mammographie, ob sich da was ändert. Eigentlich sollte ich jedes Jahr zur Mammographie. Ich war halt jetzt schon länger nicht mehr. Und die Knochendichtmessung ist von daher interessant, weil ich ja 1,5 Jahr eine Spritze bekomme, die das reduzieren soll, den Knochenabbau. Und ob sich da was verbessert hat oder ob es generell schlechter wird. Zu sehen wäre da mal ganz interessant, ob die Spritzen etwas bringen. Und das werde ich dann am Mittwoch sehen. Ich bin schon gespannt, was am Montag passiert, wegen der Refluxuntersuchung. Ja. Aber jetzt heißt es drauf warten. Und der Katheter muss auch getauscht werden am Montag. Ich hoffe nicht, dass es sehr weh tut. Weil ich ja seit heute ohne Antibiotika bin. Aber eine Woche müsste es eigentlich gehen. Und heute ist schon Donnerstag. Auf jeden Fall habe ich jetzt in den Informationen gesehen, dass halt nur 3 Minuten oder 4 Minuten maximal von meinen Videos angeguckt werden und deswegen werde ich mich zukünftig kürzer halten und nur bei interessanten Sachen etwas länger erzählen. Aber ja. Und mir geht's von der Stimmung her ganz gut. Mittelmäßig. Ich bin halt sehr müde. Und Schlaf wird teilweise schlecht, aber es wird besser. Stimmungsmäßig ist es ganz okay, es schwankt sehr stark. Aber damit kann ich umgehen. Und die Selbstverletzungs- und Selbstmordgedanken
werden Gott sei Dank nicht mehr und halten sich in Grenzen. Und damit lässt sich es ganz gut anziehen. Mit den Medikamenten bin ich auch immer nicht zufrieden. Aber es dauert bis zum 3. September, bis ich da zu meinem Psychiater komme. Und bis dahin kann ich nichts ändern. Weil das Effektin kann ich nicht absetzen ohne Unterstützung, weil ich darauf so Angstzustände bekomme. Und ja, also muss ich es jetzt momentan machen. So bei dem belassen, wie es ist. Aber damit fahre ich ganz gut. Und das ist auch okay. Aber naja. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao. Eure Ines. Zum nächsten Mal.